Andreas Hill, Immobilienmakler aus Münster, ist seit vielen Jahren erfahrener Profi. Dass man Provisionsansprüche im Maklervertrag festlegen sollte, war für ihn immer eine Selbstverständlichkeit. Was also sollte noch schiefgehen, dachte er, bis zum sonderbarsten Fall seiner bisherigen Maklerlaufbahn. Eine verschuldete Hauseigentümerin beauftragte ihn, ihr Haus zu einem höheren Preis zu verkaufen als den Wert der Hypothekenbelastung in Höhe von 210.000 Euro. Nachdem ein Gutachter aber lediglich 183.000 Euro für angemessen hielt, einigte man sich auf 177.000 Euro. Das war ein altes kleines Häuschen mit einem großen Grundstück. Das Grundstück endete an der Verse, das ist ein Fluss hier in Münster. Und auf dem Grundstück war ein kleiner Teich, da hat auch der Junge der Verkäuferin schwimmen gelernt. Das ist schon eine sehr individuelle Sache und wenn man so etwas im Dunstkreis von der teuren Stadt Münster für 177.000 Euro kaufen kann, dann ist man eigentlich für den Markt relativ, wenn ich sagen darf, versaut, ja, weil man für diesen Preis schlecht so eine interessante Immobilie bekommen kann. Kein Wunder also, dass der Kaufinteressent Nägel mit Köpfen machte und den Kaufvertrag aufsetzen ließ. Um den Kauf aber tatsächlich abwickeln zu können, war das Einverständnis der kreditgebenden Sparkasse nötig, die, so hatte es die Verkäuferin mündlich zugesichert, auch vorliegen würde. Als es zum Kaufabschluss kommen sollte, verweigerte die Bank aber ihre Zusage und gab das Haus stattdessen zur Zwangsversteigerung frei. Der Kauf kam nicht zustande. Ein Jahr später, im März 2010, wurde das Haus schließlich für 141.000 Euro versteigert. Den Zuschlag bekam kein geringerer als der damalige Kaufinteressent. Andreas Hill hatte ihn über das Jahr weiter betreut und ihn als einzigen Kunden auf den Versteigerungstermin hingewiesen. Nach der erfolgreichen Ersteigerung schickte er dem Kunden eine Rechnung mit der Höhe seiner Provision. Ich war mir sicher, dass ich einen Provisionsanspruch habe. Ich habe ihm das gezeigt. Ich habe mit ihm gesprochen, ich habe mit ihm über die Finanzierung gesprochen, ich habe ihn betreut. Ja, ich habe ihn sogar zu dieser Versteigerung hingeschickt. Ja, und daraus erhebe ich den Provisionsanspruch aus dieser Versteigerung. Ja, für den Preis von 141.000 Euro. Anstatt der Zahlung erhielt Andreas Hill aber nur ein Schreiben, dass er keinen Provisionsanspruch habe. Was war schiefgelaufen? Durfte Makler Hill nach der Zwangsversteigerung überhaupt Provisionsansprüche stellen? Und wenn nicht, was bleiben ihm für Möglichkeiten, seine Leistungen doch noch entlohnt zu bekommen? Oliver Buss, Anwalt für Immobilien- und Maklerrecht, bringt Licht in den verzwickten Rechtsfall. Der Provisionsanspruch besteht, wenn Käufer und Makler oder Verkäufer und Makler sich einig waren, dass für den Abschluss eines bestimmten Vertrages eine Provision gezahlt werden soll. Hier haben wir ja schon die Situation, dass überhaupt kein Kaufvertrag abgeschlossen wird, auf dessen Basis der Erwerber Eigentümer dieses Objektes wird. Also anders als bei einem notariellen Grundstückskaufvertrag, der ja ursprünglich vorgesehen war, erfolgt hier der Eigentumserwerb durch Zuschlagsbeschluss. Das heißt, es wird überhaupt kein Kaufvertrag geschlossen. Und wenn schon der Kaufvertrag fehlt, dann fehlt ja alleine dadurch, unabhängig von der Ursächlichkeit des Maklerhandelns, schon eine wesentliche Voraussetzung des Provisionsanspruches. Vom Käufer kann Andreas Hill, so bitter es ist, also keine Zahlung mehr erwarten. Bleibt nur noch die Verkäuferin. Wenn tatsächlich der Kunde, das heißt der Auftraggeber des Maklers, dem Makler in Aussicht gestellt hat, die Bank hätte bereits oder die Sparkasse hätte bereits ihre Zustimmung erteilt oder jedenfalls verbindlich in Aussicht gestellt, spricht einiges für einen Schadensersatzanspruch des Maklers gegenüber seinem Auftraggeber aufgrund einer damit einhergehenden Verletzung des Maklervertrages. Da er die Zusicherung aber nur mündlich erhielt, wird es für den Makler schwierig werden, dies vor Gericht zu beweisen. Die ernüchternde Bilanz? Das Ende dieser Geschichte ist halt dies, der Käufer ist glücklich, der hat für einen wirklich sehr niedrigen Preis ein wunderschönes Haus mit 2280 Quadratmeter Grundstück und eigenem Teich. Ja. Die Verkäuferin hat jetzt einen Haufen mehr Schulden und die Bank hat es einfach nur abgewickelt. Das Geld wird sich Andreas Hill wohl abschminken müssen. Es bleibt die Erkenntnis, dass unvorhergesehene Abweichungen der Rahmenbedingungen einen bestehenden Maklervertrag zunichte machen können. Dass eine Versteigerung im rechtlichen Sinne nicht mit einem Kauf gleichzusetzen ist, erfordert spezielles Fachwissen, das von einem Immobilienmakler kaum erwartet werden kann. Es sollte auf jeden Fall ein Rechtsanwalt hinzugezogen werden.